So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, jetzt geht es weiter mit Let's Play Metal Gear. Ja, jetzt machen wir weiter. Wir müssen immer noch Dr. Madner finden. Weil im letzten Part haben wir es geschafft, Grey Fox zu finden und auch einen kleinen Miniboss zu erledigen. Aber wir haben immer noch den Dr. Madner nicht gefunden, den wir suchen müssen, denn der ist der Entwickler von Metal Gear und der weiß, wie man es zerstört. Und deshalb muss ich jetzt, also laut meinen Notizen muss ich hier jetzt mich in die richtige Richtung hier bewegen. Und ich muss einen Raum finden, wo ich dort die Elektrizität mit einer ferngesteuerten Rakete ausschalten könnte. Denn damit können wir dann weiterkommen. Wir haben zwei Stück. Das heißt, ihr wisst schon, was das heißt, Leute. Das heißt, wir werden jetzt die ganzen Items farmen. Tut mir leid, dass das euch auf die Nerven geht, aber Leute, vertraut mir. Damit ist es viel sicherer. Ansonsten werden wir hier Game Over ohne Ende haben und das möchte ich euch jetzt nicht antun. Es ist besser, die Items zu farmen und zu sichern, anstatt dann das Ganze von neu anzufangen und dann diesen ganzen Kreislauf wieder nochmal zu machen. Ich glaube, beim zweiten Rang können wir, ich glaube, 10 oder 12 Rationen aufnehmen. Wir haben jetzt schon 12. Ich glaube, das muss reichen. So, jetzt können wir weiter. Okay, der geht in eine andere Richtung. Das ist gut. Hier ist nichts. Da ist es. Hier spricht Big Boss. Ich hab dir vergessen, was zu sagen. Um den Strom hier auszuschalten, musst du den elektrischen Kasten zerstören. Du brauchst eine ferngesteuerte Rakete. Schneider, der Anführer der Rebellen, soll dir sagen, wo es sich befindet. Over. Ja, Big Boss, das hast du mir schon gesagt. Dankeschön. Ich habe eine ferngesteuerte Rakete. Nice. Die kann man auch mit dem Control Stick auch steuern, aber ich empfehle euch bei den ferngesteuerten Raketen lieber mit dem Steuerkreuz sie zu steuern. Damit ist es viel einfacher. So, was gibt's hier? Nichts. Aber sag mal, waren wir nicht schon mal hier? Doch, wir waren schon mal hier. Oh Leute, ich sag's euch, ohne eine Karte kann man hier kaum rauskommen. Moment mal. Lass mich kurz erinnern. Ich weiß, ich habe dieses Spiel schon einmal gespielt, aber es ist 2 Jahre her. Trotzdem habe ich mir was gemerkt. War das nicht der Fahrstuhl oder so? Also ich habe auf jeden Fall den elektrischen Kasten jetzt zerstört. Mir fehlt der Fallschirm. Einen Moment, Leute, ich versuche mal was. Ich muss euch vorwarnen, Leute. Wenn ich dann Metal Gear 2 Solid Snake dann let's playen werde, vertraut mir, da ist es richtig übler Hardcore. Aber trotzdem macht das Spiel richtig großen Spaß. Hier war ich schon.
hier war ich, glaube ich, noch nicht. Oh, ein weiterer Gefangener. Rang 3 haben wir erreicht. Danke für deine Hilfe. Dr. Martner befindet sich in der Zelle im inneren Innenhof. Innerer Innenhof. Natürlich jetzt natürlich die Frage, wo befindet sich dieser Innenhof? Oh! Ich bin der Machine Gun Kid. Das ist das Ende hier für dich. Okay, ein weiterer Miniboss. Kein Problem. Ein ganz easy Weg, ihn zu erledigen, ist einfach mit Raketen ihn zu beschießen. Zack. Hm. Noch Fragen? Der zweite Miniboss ist jetzt erledigt. Wir haben Shotmaker, Machine Gun Kid erledigt. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Ich glaube, wir bekommen hier gleich noch weitere Minibosse. So, jetzt können wir reden. Wir haben den Fallschirm aufgenommen. Und mit diesem Fallschirm und mit dem Bombenschutzanzug können wir jetzt vom Dach, glaube ich, soweit ich weiß, runterspringen. Wir werden es auf jeden Fall brauchen. Übrigens, Leute, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dieses Let's Play ist mein erstes Projekt von einem 8-Bit-Spiel. Das ist das erste 8-Bit-Spiel, das ich auf meinem Kanal jetzt gerade Let's Playe. Donnerwetter. Wie die Zeit vergeht. So, jetzt können wir mit einem Bombenschutzanzug hier uns frei bewegen. Fragt mich nicht, wieso. Videospiellogik halt, ne? Es ist ein starker Wind, du brauchst einen Bombenschutzanzug. Alles klar. Nee, das ist die falsche Richtung. Ich speichere hier für Sicherheit. Weil ich weiß, dass diese Brücke da mir enorme Probleme bereiten wird. Sehr schön. So, weiter geht's. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Ja, du hast mich entdeckt. Eine weitere ferngesteuerte Rakete. Dankeschön. Kann ich gut gebrauchen. Ich glaube, ich kann jetzt 20 oder 30 Stück aufnehmen. Nee, ich kann keine weitere tragen. Okay, 30 Stück. Ist besser als nichts. So, die Wache kann jetzt nach Hause gehen. Jetzt glaube ich... Ich glaube, jetzt müssen wir nach unten und dort eine weitere Tür suchen, soweit ich weiß. Weil hier muss sich noch ein... Hier befindet sich noch ein Gefangener, das weiß ich. Eine Armobox. Kann ich gut gebrauchen.
313 Munition haben wir. Das nenne ich mal eine Pistole. Ich frage mich aber, wohin Solid Snake die ganzen Waffen hier bei sich tragen kann. Hat er einen speziellen Inventar oder Rucksack oder sowas? Da ist es. Danke, dass du mich gerettet hast. Wenn du einen Fallschirm hast, kannst du vom Dach aus von einer Barriere hier runterspringen. Gut zu wissen. Jetzt muss ich nur noch diesen Punkt hier finden, von wo ich hier springen kann. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, wo es sich befindet. Und zwar bei dieser Brücke, da wo wir waren. Hier muss ich ganz vorsichtig sein. Ein Pixel zu weit und ich falle nach unten und dann ist es vorbei. Oh. Sehr schön. Oh toll, wir wurden entdeckt. Oh verdammt. Wieder dieses Stromnetz. Ey. So. Was ist das denn für ein Ding? Minendetektor. Oh ja, den werden wir richtig gut brauchen. Gut, dass wir ihn aufgenommen haben. Den habe ich beinahe vergessen. Keine Sorge, Leute, ihr könnt euch vor diesen Jet-Troopern nicht verstecken. Die werden euch so oder so entdecken. Ihr müsst einfach weiterlaufen und die ignorieren. Wow! Ein Miniboss. Ist das Pequod? Das ist die einzige effektive Waffe, mit der man ihn zerstören kann. Und tschüss. Hubschrauber zerstört. Ich gehe davon aus, das war Pequod. So, hier ist glaube ich der Punkt, wo wir abspringen müssen. Wenn nicht, dann bin ich dumm. Doch. Wir müssen hier abspringen. Oh oh. Nicht die Doggies. Dieses Areal ist mir richtig komisch. Aha. Das sind Minen. Vorsichtig. Sehr schön. Was haben wir da? Karte für Level 4. Sehr schön. Brauchen wir auf jeden Fall. Hier gibt es keine weiteren Minen. Das ist gut. Dr. Madna, war ich zu spät? Okay, scheinbar ist er nicht hier. Ist er schon tot oder was? Ein weiterer Gefangener. Danke, dass du mir geholfen hast. Dr. Madna wurde gerade in das Gebäude 2 transportiert. Gebäude 2 befindet sich nördlich von 10 Kilometer Entfernung. Nördlich, sagst du? Das heißt, wir müssen nach Norden. Okay, ich kann ja keine weiteren Minen mittragen.
ist falsch. Mir ist gerade aufgefallen, ich muss zurück hierhin. Ich war in der falschen Richtung. Ich sag's euch, Leute. Ohne Notizen und ohne einen Guide könnt ihr hier kaum alles hier lösen. Gut, dass ich mir alles aufgeschrieben habe. Wo ich hier alles beachten muss und so weiter und so fort. Es wird hier auch noch eine sehr miese Stelle geben, die ich enorm hasse. Wir werden sie früher oder später schon so oder so zu sehen bekommen. Verdammt! Der Jock hat sich bewegt. Wow. Wir wurden zurückgebracht. Das ist richtig mies. Ja, die ENS-Spiele waren damals bekannt dafür, dass sie den Spieler sehr groß ausgetrickst haben. Ein gutes Beispiel zum Beispiel Ghosts and Goblins für NES. Ich habe mal gehört, dass dort man einen Item holen muss, damit man weiterkommt, und ohne diesen Item wird man zurück zum Level 5 dann teleportiert, was richtig sehr mies ist. Plastiksprengstoff werde ich immer brauchen. 27 Stück. Na, holen wir noch ein paar. So, jetzt müssen wir uns nach Norden begeben, hat er gesagt. 10 Kilometer nördlich von hier. Wow! BTF, haben die hier auch eine Artillerie oder was? So, es wird Zeit, jetzt die Ration aufzustocken. Weil wenn die da eine Artillerie haben, dann habe ich Probleme. Okay. Ich habe alles aufgefüllt. 18 Rationen. Meine Güte. So. Jetzt müssen wir weiter nach Norden. Okay, ein weiterer Miniboss. Dieses Mal ist es ein Panzer. Um ihn zu besiegen, habe ich auch aufgeschrieben, muss man ihn mit Minen besiegen. Hört sich komisch an, ist aber so. Doch hier gibt es einen kleinen Haken. Wenn ihr den Rang 3 nicht erreicht habt, dann macht es keinen Sinn, ihn zu erledigen. Wenn ihr Rang 2 oder Rang 1 habt, dann ist der Panzer praktisch unbesiegbar. Es ist egal, wie viele Minen ihr ihm platziert. Es hat keinen Sinn. Erst wenn ihr Rang 3 erreicht habt. Weil wie ich schon davor gesagt habe, mit jedem Rang steigert sich auch eure... steigt sich auch der Schaden, den ihr den Gegner zufügt, meine ich. Ah, seht ihr schon? Er ist schon im roten Bereich. Vielleicht muss er kaputt gehen. Komm schon. Sehr schön. So, der Miniboss ist erledigt. Sieht so aus, dass der Foxhound versucht, uns zu infiltrieren. Hier spricht Big Boss. Eine Inspektion. Trage eine feindliche Uniform und infiltriere die Basis.
Lass uns ab jetzt die Frequenz 120.13 für alle anderen Kommunikation verwenden. Over. 120.13? Okay. Weitergehen. So, jetzt sind wir in einer anderen Basis. Hier soll er sich irgendwo aufhalten. Wir speichern kurz. Ich muss mir das mal merken. 120.13. Eine andere Frequenz. Ich glaube, hierfür brauche ich einen Granatenwerfer. Yep. Wir müssen diesen kleinen Miniboss ganz schnell ausschalten. Komm schon. Jawohl. Weil wenn man hier für eine Sekunde hier Pause macht, dann ist es vorbei. Man muss ihn ganz schnell besiegen. Warum haben die mich gerade angegriffen? Ich dachte durch die feindliche Uniform. Weitere Minen und Ammo-Box. Sehr schön. Immer her damit. Warum greifen die mich an? Ich habe doch die feindliche Uniform. Was sind das für blöde Wachen? Die können ihre eigenen Soldaten von Feindlichen nicht unterscheiden, oder was? Das nenne ich mal Outer Heaven. Okay, infrarote Brille brauchen wir hierfür. Oh, meine Güte. Hier spricht Solid Snake. Bitte komm. Keine Antwort. Ohne Witz, wenn ich die feindliche Uniform trage, warum greifen die mich an? Liegt denn da auf dem Tisch? Ist es ein Dietrich? Eine Antenne. Oh. Hier spricht Big Boss. Sie versuchen unseren Signal zu stören. Aber mit dieser Frequenz sind wir in Ordnung. Over. Okay, gut zu wissen, Big Boss. Okay, hier sind wir zurückgekommen. Ich glaube, wir müssen jetzt zum anderen Punkt hingehen. Soweit ich weiß, müssen wir jetzt zum Fahrstuhl. Entweder nach oben oder nach unten müssen wir, glaube ich. Ich glaube, hier müssen wir lang. Zeit für Maschinenpistole. Schon. Danke für deine Hilfe. Dr. Martner befindet sich in einem unterirdischen Festung.
Okay, der ist also unterirdisch. Vielleicht meint der Stadtfestung einen Tunnel. Ich auch noch? Ey, wie viele von denen kommen da? Karte für Level 5 haben wir jetzt aufgenommen. Du meine Güte. Ich will lieber nicht wissen, wie viele ich schon hier umgebracht habe. Hier kann man übrigens auch einen Big Boss Rank erreichen. Aber ich sag so, ich werde ihn jetzt nicht mehr erreichen, denn dafür muss man, ich glaube, bis zu zwei, drei Gegner müssen wir nur erledigen. Wir dürfen nur 2 bis 3 Mal speichern, keine Continues haben und das Ganze in weniger als 4 Stunden, glaube ich, erlegen. Hier spricht der Rebellenanführer Schneider. Hier fängt der Gasraum an. Over. Gasraum? Ach, hat mir gerade noch gefehlt. Danke. Gibt's hier nichts weiteres oder wie? Für alle Fälle. Ja, hier ist der Gasraum. Wir müssen jetzt hier die Wände vernichten. Diesen Abschnitt kenne ich richtig gut, weil der hat mir davor richtig große Probleme bereitet. Rang 4. Danke für deine Hilfe. Der einzige Weg hier rauszukommen ist mit dem Aufzug im Norden. Okay. In dem Fahrstuhl also. Oh, Dr. Madner, da ist er. Du bist in meine Falle getappt. Der wirkliche Dr. Madner befindet sich auf dem 2. Level. Stirb, Foxhound. Du mieser Bastard. Karte für Level 6. Und ich habe gerade gedacht, dass das jetzt der echte Dr. Madner ist. Das war jetzt so eine Art Puppe oder sowas. Dieser Dreckskerl. Oh. Ich bin der Fire Trooper. Ich werde dich bis zum Ende verbrennen. Oh, verdammt. Das ist ein weiterer Miniboss. Einfach hier stehen und ihn mit ferngesteuerten Raketen zu ballern. Das war's. Und falls ihr mir gleich hier schreiben werdet, ja, versuch ihn doch mit einer Pistole zu erlegen. Ich sag so, wenn du ein Draufgänger bist, kannst du es gerne versuchen. Ich würde dir das lieber abraten. Hier spricht Solid Snake. Bitte komm. Hier spricht Solid Snake. Bitte komm. Hier spricht Solid Snake. Bitte komm. Okay, Big Boss antwortet nicht. Braucht ihr jetzt gerade oder was?
Gut Leute, ich würde mal sagen, das war's jetzt für diesen Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Metal Gear. Bleibt dran, es wird weitergehen.